Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man sich eine Bohranlage mietet, dann ist da meistens auch ein Bohrstrang dabei, der aus verschraubten Stangen mit verschiedenen Durchmessern besteht. Und mit so einem einfachen Bohrstrang kann man im Prinzip bohren. Aber komplexe Richtbohrungen mit mehreren Kurven und so weiter kann man damit natürlich nicht hinkriegen. Und deswegen gibt es die Servicefirmen der Bohrindustrie, die dann noch verschiedene Zusatzgeräte liefern. Als erstes brauchen wir natürlich einen Steuerkopf, mit dem wir die Richtung der Bohrung beliebig verändern können, nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten. Und als nächstes brauchen wir selbstverständlich ein Messgerät, was uns immer sagt, wo wir gerade sind, was uns sagt, welcher Bohrpfad bereits gebohrt worden ist. Tja, und zur weiteren Planung, wo wir weiterhin bohren wollen, brauchen wir ein anderes Messgerät, was uns sagt, was sich vor uns befindet. Wo ist die Lagerstätte? Gibt es Poren in der Lagerstätte? Und was ist in den Poren drin? Öl, Gas oder Wasser? Ja, und diese komplexen Bohrgeräte müssen wir vor Beschädigungen schützen. Deswegen gibt es auch noch Dynamiksensoren, die uns sagen, wie wir gerade bohren und ob zufällig gerade gefährliche Vibrationen oder Stöße auftauchen. Und alle diese Sensoren funktionieren selbstverständlich elektrisch. Nun können wir aber keine kilometerlangen Kabel durch die Bohrung verlegen, um diese Elemente mit Strom zu verlegen. Und deswegen gibt es in jeder Bohrgarnitur auch noch ein kleines Kraftwerk, was die Komponenten mit Strom versorgt. Ja, weiterhin brauchen wir eine Kommunikationszentrale, die alle Sensoren abfragt, die Rohdaten aufarbeitet und zur Oberfläche weiterleitet. Und nicht nur das, sondern in dieser Kommunikationszentrale kommen auch Befehle von Übertage nach unten und die müssen an den Steuerkopf und die Sensoren weitergeleitet werden. Insgesamt ist so eine Bohrgarnitur oder die Amerikaner sagen immer Buttonhole Assembly oder BHA ein sehr komplexes Gerät, was vollgestopft ist mit Platinen und Kabeln und so weiter. Und es ist ganz erstaunlich, unter welchen Bedingungen das unten in der Erde funktionieren muss. Immerhin haben wir unten in der Lagerstätte nicht selten Temperaturen wie beim Backen einer Pizza im Backofen. Und wir haben Drücke von mehreren hundert Bar. Das entspricht den Drücken unter den Reifen landender Großflugzeuge. Insofern ist der Einsatz von Bohrgeräten in der Tiefbohrtechnik durchaus vergleichbar mit Weltraumeinsätzen, ne? Von der NASA zum Beispiel. Tja, und es gibt auch noch eine andere Parallele. Einige Bohrungen werden aus Datencentern gesteuert, wo viele Experten zusammensitzen und die eingehenden Daten analysieren und die übers Internet aus diesen Datencentern heraus den Bohrpfad durch die Lagerstätte führen, damit eine optimale Produktion gewährleistet ist. Und dabei sehen wir also, dass das Bohren nach Öl und Gas durchaus Hightech vom Feinsten ist, vergleichbar mit der Weltraumtechnik. Und das versuchen wir unseren Studenten in der Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 und 2 nahezubringen. Wir freuen uns auf euch. Glück auf, wir sehen uns in Freiberg.